Und Leute fangen an, bei Harthouse irgendwie reinzukommen, wenn sie die Musik für sich entdecken, wenn sie es geil finden, wenn sie auch machen wollen. Harthouse steht unter anderem für Acts wie Spice Lab, Ambush, Arpeggiators, Alter Ego und Hardfloor. Die Produktionen Spice Lab und Ambush gehen auf sein Konto. Bei Spice Lab zum Beispiel, da versuche ich halt mein Ding halt durchzuziehen und lass mir auch nichts vorschreiben, wie das halt genau auszusehen hat. Also es ist immer sehr experimentell. Die Sounds halt immer sehr viel analoge, alte Geräte drin. Und ja, dann gibt es noch Ambush auf Harthouse. Da steht halt noch dahinter, dass ich da sehr viel mit Trommeln machen wollte. Da habe ich halt länger vorbereitet die ganze Sache und gesucht, dass ich halt sehr viele Percussion-Sounds und irgendwelche afrikanischen Gesänge und sowas zusammenbekomme. Und habe dann halt damit eine LP halt produziert, die halt auch sehr afrikanisch, aber doch nicht allzu, zwar noch eine Club-Root irgendwo drin ist, aber doch nicht allzu Dance-orientiert ist. Also die LP an sich ist dann eher zum Hören für zu Hause und die Auskopplungen davon, die gehen dann halt in den Club hier. Ja, also es war so, dass wir vor 2 Jahren ungefähr mal einen Sven in Delirium getroffen haben, hier in Frankfurt. Und wir vorher schon andere Sachen gemacht haben bei anderen Labels. Er kannte diese Sachen und hat gemeint, ob wir nicht mal Lust zu hätten, auf Harthouse was zu machen. Wir haben halt irgendwie auch so unseren eigenen Stil entwickelt am Anfang, so Richtung Hard Trance eigentlich. Also schon irgendwo hart und ja, so richtig auch noch Rave-kompatibel, sag ich mal, nicht nur clubbig, so irgendwo so ein Mittelding. Wir haben ja vorher Acid Jesus zusammen gemacht. Wir haben ziemlich viele Einflüsse verarbeitet, die für uns vorher wichtig waren. Detroit-Einflüsse haben Acid-Sachen verarbeitet. Und mit dieser Platte begehen wir im Prinzip Neuland. Es war so, dass Sven auf uns zukam, als die Acid Jesus LP rauskam, und hat Interesse daran gezeigt, dass wir auch für Harthouse was machen könnten. Damals war auch Recycler da im Gespräch und hat uns eigentlich freien Lauf gelassen. Und wir sind dann Anfang des Jahres zusammen noch mal ins Studio gegangen, um dann speziell für Harthouse zu produzieren. Diese zwei Frankfurter dürfen natürlich bei den Harthouse-Acts auf keinen Fall fehlen. Die Rede ist von Resistance D alias Pascal Feos und Mike Maurice. So sind wir eines Tages mit unserem Demo-Tape zum Sven marschiert. Ins Omen, genau. Und dann haben wir es in die Hand gedrückt und ein Herz gespielt. Und da hat er gesagt, das könnte eine neue Harthouse werden. Und so wurde es dann eine neue Harthouse, also die Human EP. Ja, ich denke mal, ich bin der Kopf und das ist das Herz. Resistance D ist halt für mich so nicht unbedingt das, was, wo ich mich gerne austobe, aber wo ich gerne eine Musikrichtung mich festlegen will. Also wo ich gerne unsere beiden Charakteren so fest wie möglich in dieser Musik verankern kann, auch längere Zeit. Das ist halt sehr schwer. Das ist gar nicht so einfach. Und die Art von Musik, die Resistance D macht, die ist auch nur dann, wenn sein Kopf und mein Kopf zusammen machen. Allein, wenn jeder irgendwas alleine macht, dann kommt ganz was anderes, raus. Man hat gesehen, was in den letzten 2 Jahren alles möglich war. Und was jetzt noch kommt, das wird bestimmt noch megamäßig werden. Denke ich mir auch. Also, ich bin A&R bei Harthouse. Das heißt, Artisan Repertoire, bin zuständig so für die Vorauswahl der Musiktapes, die wir hier reinkommen. Es kommen ungefähr jede Woche so 10 Tapes rein und dann entscheide ich, welche Tapes ich den Sven vorspiele oder welche nicht. Das müssen einfach Songs sein, die ich höre, wo ich sage, hey, was ist das? Das ist ja was Besonderes, das finde ich ganz geil. Und man kann also nicht sagen, dass neue Ideen jetzt grundsätzlich von jungen Leuten kommen oder so. Ja, aber geht schon, oder? Ja. Geil! Und? Was ist das? Neue Sachen. Geil! Wurde ein Tape dann für gut befunden, geht die Arbeit erst richtig los. Ich bin halt verantwortlich von dem ganzen Weg vom DAT bis zur gepressten Platte. Da treten dann irgendwelche Fehler auf oder es Komplikationen im Presswerk, sind keine Cover da. Oder wir haben Fehler gemacht auf der Label-Copy. Und also Sachen muss ich dann irgendwie koordinieren und gucken, dass der VÖ-Termin dann gehalten werden kann. Mickey ist außerdem noch zuständig für die Pressebemusterung und das Booking von Resistance D, Spice Lab und Hardfloor. Sind die Platten erstmal fertig, müssen sie unters Volk gebracht werden. Dafür verantwortlich ist der Vertrieb. Wir verkaufen die ganzen Harthouse-Releases an unsere Trendhändler. Wir legen natürlich besonderen Wert auf den persönlichen Kontakt mit unseren Händlern.
damit die auch mal wissen, was hier läuft. Wir nehmen natürlich auch irgendwelche Impulse von der Außenwelt entgegen und so weiter und so fort. So einfach könnte es also sein, um als Act bei Harthouse zu landen. Dennoch achtet auf Svens Worte. Entweder ist es die Musik oder es ist die Idee des Songs. Ja? Man kann auch mit sehr minimalistischem Equipment eine Idee auf den Punkt bringen, weil es einfach witzig ist und es was Eigenes hat. Aber es ist halt auch so, dass so viele Platten alle gleich klingen. Und wir bei Harthouse, und ich zumindest, mir eigentlich gesagt habe, ich möchte mich eigentlich im Sound selber nicht wiederholen, sondern das sollte schon in jeder Act sollte irgendwie eine eigene Handschrift haben. Und ich glaube, das ist wohl das Schwierigste, an einem eigenen Sound zu arbeiten, an einer eigenen Sache und nicht jetzt zu klingen wie die, sondern einen eigenen Sound zu kreieren mit meistem minimalistischem Equipment. Wie gesagt, da ich halt schon sehr viel Wert lege auf eine eigene Handschrift im Sound, das kann auch ruhig experimentell sein, was auch immer, nur muss was Eigenes haben. Am Ende landet alles da, wo es herkommt, im Club.